Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich darfst du passieren. Hast du es etwa eilig? Ah, ein Pokédex. Du fängst Pokémon. Weißt du denn, wie man Pokémon fängt? Nein, du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ja. Soll ich es dir erklären? Okay. Yes! Ein wildes Hornliu erscheint. Man wählt Pokéball, Pokéball fliegt auf Hornliu zu, bleibt natürlich sofort da drin. Hornliu Full Power kommt nicht raus aus seinem Ball. Willst du ein Pokémon gleich schwächen? Viel Spaß damit. Und damit, hey, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario 4, Super Mario Apocalypse 2021. Ja, ihr habt schon gehört, Lili ist auch am Start. Bis. Wunderschönes Intro, ich glaube, das kann ich. Die Upper Plateau. Ja, dann. Hoch. Alles gut? Ja, ja. Ich habe jetzt meinen Kaffee bekommen, beruhigt habe ich mich noch nicht. Jetzt aber nicht. Trotzdem ganz gut. Ach, ich habe noch nicht mal mein Limit erreicht, also von daher. Ach, Limit, wer braucht schon Limit? Was. Heute werde ich diese Welt abschließen, damit ich mich endlich mal weitergehen kann in die harten Welten. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Und mein Harten kommt immer in den Garten, weil er... Okay, nein. Ich will das gar nicht. Ich habe gerade Bilder im Kopf. Ich will das gar nicht. Ach, echt? Kannst du es mir sehr detailliert erklären, was für Bilder du gerade im Kopf hast? Naja, von einem Blümchen und einem Topf. Den Rest... Denk dir bitte! Achso, du meinst, wenn sich eine Mann oder sich eine Frau sich ganz doll lieb haben und wenn der Mann einen Harten hat, der in den Garten kam, also den Garten ist natürlich die Frau, wenn sie da ein bisschen ein Amazonas da drunter. Ja! Ja, ja! Ja, basically, ja. Sind wir jetzt also auf dem Niveau angelangt? Okay. Ja, finde ich gut. Okay, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob irgendeiner diese Referenz kennt. Ich möchte heute in einen Bereich mit Ihnen vordringen, über den man gewöhnlich nicht spricht, weil er sich bei einer Mann unterhalb der Gürtellinie befindet. Ich rede vom männlichen Knie. Weil das männliche Knie hat im Paarungsprozess jene Eigenschaft, vor der Frau, oh, bitte verzeiht mir diesen Ausdruck, niederzuknien. Das weibliche Knie jedoch hat eher eine untergeordnete Rolle. Lediglich dient es dazu, allzu aufdringlichen Verehrern es ganz als die Eieiei, Themawechsel, ja, sofort. Finde ich sehr schön. Das hast du sehr schön erklärt, das hätte kein Mensch besser machen können. Das freut mich. Doch derjenige, von dem ich die Referenz habe. Ja, klar, aber ich. Das ist ein alter Otto-Sketch. Ah, gut, Otto kenne ich mich leider nicht so gut aus. Doch, das sind so Komiker, die habe ich als Kind auch immer gerne gehört und geguckt. Ja, gut, wie alt. Besonders so seine Live-Shows. Wie alt ist das ungefähr? Ich werde nicht sagen, dass du alt bist, aber. Na. Auf dem Server, wo du dich in letzter Zeit rumtreibst, bin ich die Älteste. Behaupte ich jetzt mal. Ich glaube, bei meinen Servern allgemein bist du die älteste Person, die ich kennengelernt habe. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht gesaved und das ist ein bisschen kacke. Weil ich war. Vielleicht hast du, was das betrifft, auch so ein bisschen das Mihawk-Syndrom. Wenn du ohne Save-State spielst, spielst du besser. Ich hatte kein Save-State gemacht, darum wollte ich ja eigentlich das Save spielen. Gut. Perfekt. Den 100 Münzstern. Fun Fact, in diesem Level gibt es nicht nur 100 Münzsterne tatsächlich. Da gibt es auch irgendwie Stern 7, der irgendwo versteckt ist manchmal. Also ja, das ist ein der Level. Also kann es durchaus sein, dass man da 8 Sterne finden kann? Nein, immer 7. Ach so, dann gibt es in manchen Welten keine 100 Münzensterne, sondern einmal einen... Lackenlord. Sehr versteckten Stern. Lackenlord. Genau. Genau. Naja, der hatte in seinem 74-Hack auch gerne mal in fast jedem Kurs einen Stern, den er einfach nur
sehr gut versteckten Sternen. Oh Gott, glaub mir, Bro, du bist da viel schlimmer. Ja. Bro, du bist da so viel schlimmer. Da hättest du mal, es gibt ein Let's Play von Luck Miller, das nennt sich, da hat er die SM64 Lenti Levels gespielt. Mm. Da gibt's so eine schöne Stelle, an der er mal sein eigenes Gift eingeflossen bekam, weil auch die Kurse einen versteckten Stern hatten, die er erstmal finden musste. Oh, das ist. Ich mag solche Sterne überhaupt nicht. Und leider gibt's da von dem Kaizoex auch leider auch sehr viele. Naja, ich bin der Ansicht, wenn das Level jetzt nicht so unheimlich groß ist, kann man da schon mal was. Ja, nicht so unheimlich Rüdiger ist, kann man natürlich. Also, Rüdiger ist klein, dann wäre es ein gutes Level. Anti-Rüdiger ist, richtig. Kann man da auch schon mal so einen Stern verstecken. Allerdings würde ich jetzt zum Bleistift hier die Luminiumsphäre spielen würden, ich würde das nicht machen. Da das ganze Level nach einem Stern absuchen. Mm. Einfach nur, weil das der Stern versteckter Stern heißt. Man sucht sie dich dumm und dusselig. Ja. Also bei solchen Aufgaben vergeht mir dann schon schnell die Lust. Ja, mir halt auch. Und die haben noch. Was haben die alles vorzulesen? Holy moly, gibt's recht viel noch zu. What? Okay, das war seltsam. So, wir haben noch zwei Bobbys vorzulesen. Also den lese ich mal vor. I like turtles! Especially the ones down there in the corner of the island. I don't like Bowser. So, that guy sucks. Sucks. Gott, ich hab's. Meinte der die Schildkröten, die du schon weggemetzt hast? Ja, genau die. Na dann. Schön, dich schon wieder zu sehen. Du bist... Du kannst es auch ruhig auf Englisch vorlesen. Ja, ich merk grad. Schön, good to see you again, Mario. You two are having leisure in the Lost Islands. Sounds fair to me. Right now, my team and I are investigating those waters for clues regarding the hidden treasures left behind. We spotted a pirate ship that's still sailing out of the sea. It appears to still be stuck full of treasure. If you want to visit it yourself, be sure to talk to my squad mate inside the hut. Currently, I'm trying to not fall asleep to the sea bird is painting here. Ich konnte nicht zu Ende lesen. Ich dachte, du bist fertig. Ich dachte, du bist fertig. But it makes any sense to you. Oh Gott. Ja, das ist... Karte! Siehst du die Karte? Ich scheiß auf die Karte, ich hol mir lieber den Stern. Darf ich dich auf eine Kleinigkeit hinweisen? Was denn? Ist das richtig, dass der Mauszeiger im Bild ist? Ja, das ist egal, weil auf wann aufhören wir, sieht man es eh nicht. Ich hab das ausgeschaltet. Spin to win! Du hast gar nicht, dass ich die Klappe halten sollen? Nein. Das ist alles gut. Der Mauszeiger wird eh nicht beim Video angezeigt, weil ich das ja auf ausgeschaltet habe. Ah. Wieder was gelernt? Man kann es natürlich nicht ausschalten. Oh, goddammit, Nappa. Das war ein bisschen schlecht von mir. My bad. Hätte einfach besser spielen sollen. Oh je, dass du diese Wände überhaupt siehst. Ach, so geil. Ich meine, eine helle, matschige Textur in einer hellen, matschigen Textur kann man doch schnell übersehen. Did you know you can twirl slowly down by holding the A-Button quite a change to reach far out places? Das ist ein guter Tipp, weil... Ich zeig's dir. Du musst jetzt einfach da den A-Knopf gedrückt halten. Also erstmal nicht, oder? Dann kannst du da dich durchbewegen, wenn... Ich habe jetzt meinen A-Knopf gedrückt gehalten und dann bleibst du auch höher. Oh nein. Ich glaube, weil mein Controller gerade disconnected ist, habe ich ein kleines Problem. Oder ich schaff's trotzdem noch. Uff. Oh Gott. Das war kurz scary, weil mein Controller ist tatsächlich kurz disconnected. Es war auch ganz kurz die Musik weg, oder habe ich mir das nur eingebildet? Ja, das liegt daran, wenn mein Controller dann rausgeht. Ach so, aber jetzt ist er wieder drin. Red Coin Mask Blast. Ja, sonst hätte ich das nicht steuern können.
Gut, ich sollte das nicht so schnell machen. Verdammt. Ja, sonst hättest du nur noch welchen Knopf, sondern da auf der Tastatur gedrückt halten. Ach, also, ich will das gar nicht. Ich will also, das gar nicht. Du musst den Arschknopf gedrückt halten, damit du, Ja, aber auf der Tastatur, wenn der Controller abkackt, hast du immer noch die Tastatur dann übrig. Nee, aber ich spiele ja nicht mit Tastatur. Ich habe da nicht mal eine Tastatursteuerung eingestellt. Wenn der Controller ausgeht, dann kann ich die Tür nicht bewegen. Okay. Ja. Hätte man mit dem Bob-Omb auch reden können? Nope, der explodiert. Bumm. Oh, ich finde die Fahne so schön. Och, Mann. Und du hast keinen Safe State gemacht! Wer braucht schon Safe States? Das ist die richtige Einstellung. Wer braucht schon Safe States? Das ist nicht die richtige Einstellung! Oh, Scheiße. Das ist sie nicht! Oh Scheiße, ich glaube. Oh nein! Dein Safe State Counter spinnt ein bisschen. Oh, ein bisschen. Schau, der spinnt, schau, der spinnt, schau, der spinnt. Freu dich doch. Yippie, schau, der spinnt. Yippie, schau, der spinnt. Oh, Mann. Oh, die erste. Du kriegst heute eine dumme Referenz nach der nächsten. Wovon ich die Hälfte nicht verstehe, aber ich find's trotzdem super, wenn sie eine versteht. Dann kriegst du mal irgendwann, falls du Interesse hast, eine Weiterbildung. Nein. Naja, okay, Einbildung ist auch eine Bildung. Das stimmt auch wieder. Oh Mann. What? Chip! My ship sails in the morning. In the morning. In the morning. Mann. Oder was können wir noch für alberne Bootslieder singen? Mein Kamera ist hart fucked. Über See, übern See, jetzt fahren wir übern See. Übern See. Mit einem Koni an der Front, an der Front, an der Front. Mit einem Koni an der Front, der ist so super talentiert. Nein, super bin ich nicht. Ich bin scheiße, wie im Eise, voller Scheiße. Oder heiße. Ja. Immer redet einen Mist, einen Mist, der redet einen. Ich hab's so nicht bereut. Ich liebe es jetzt schon. Ich hab einen Spaß, Mann. Ich hab gerade Spaß. Row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life has fun and dream. Und jetzt im Kanon! Nee, lieber nicht. Die one-shotten dich, by the way. Das sind nur drei Leben. Wenn er auf dich drauf. Wenn man mal überlegt, die schmeißen sich auf dich drauf. Okay, das will ich trotzdem kurz demonstrieren. Das will ich demonstrieren. Mit dem Gesicht. What? Ja, so viel zum Thema. So viel zum Thema. Ich will es nur über uns demonstrieren. Der killt dich direkt. Der fällt doch ein bisschen anders um, als man es von den Bums normalerweise gewohnt. Tatsächlich. Und ich glaube, da bin ich einmal, habe ich einmal das Timing verkackt und bin da instant gestorben. Was ich nicht wusste. Nee. Da gibt's, glaube ich, in irgendeinem Mario-Hack auch nochmal so einen komischen Bump, der einfach nur batsch umfällt. Ja, genau. Und steht aber hinterher aber auch nicht wieder auf. Oh, ich weiß nicht mehr, wo da war das schon wieder? Das Island war. Time for God. The Island Time for God. Dun, dun, dun. Ups. Auf ins kühle Nass. Nee. Das ist mir auf zu kühl. Ins kühle Nass. Das ist mir zu kühl. Nochmal Young Flint. Der ist so cool, dieses kühle Nass. Richtig. Wenn du einen Flut einsetzt, trittst du in Eiswürfel. Nice. Das. So, wir nutzen wieder einen von diesen coolen Dudes. Na dann, Dudes, mal los. Nur fliegen ist schöner! Helikopter, Helikopter! Ach ja, der Mario dreht sich nur im Kreis. Ihm wird gleich schlecht, ihm wird gleich schlecht, ihm wird gleich schlecht. Ich glaube, der wird schon grün. Nee, in dem Fall eher braun. Der wird gleich braun, der wird gleich braun, der wird gleich braun. Was Scheiße. Ja, yeah, das war ein bisschen zu viel für Mario. Ja, ich glaube, das könnte man doch noch super rein editieren.
Nein, ich editiere meine Videos nicht, das tut mir leid. Wenn ja, dann hätte ich das wahrscheinlich rein editiert. Ich hätte sau viel Scheiße rein editiert, wenn ich mal ein Schwarzschneidprogramm hätte, was ich leider nicht besitze. Hidden Hideout. Also, versteckte Aussicht, na dann. Ja. Das fährt ja gar nicht. Hast du dein Buddle vergessen? Was für ein Buddle? Also ich gebe heute einen versauten Witz nach dem anderen. Und Gott sei Dank versteht ihn Koni nicht. Verdammt! Ach, mein Paddel. Achso, das was? Alles klar, du gehörst also auch zu der Fraktion, der man die Witze erklären muss. Ja. Schade. Warte. Oh, Schildkröten. Warte, verdammt. Ah, ja, ich weiß ja wieder. Wieder irgend so einen fiesen Teleport. Nö. Nö, tatsächlich nicht. Oh, tschüss, Cooper. Das war eine Verzweiflungstat. Der ahnte schon, was kommt. Das meinte er wahrscheinlich. Vince, die Mütze ist doch da. Los, hol sie dir. Kein Geld. Na komm her, ich klau jetzt deinen Panzer. Tschüss. Dass du die alle auseinanderhalten kannst. Ja, der, wo sich langsamer bewegt, der hat, tatsächlich. Der hat ganz schwer an seinem Haus zu tragen. Richtig. Der zu jeder trage die Last des anderen. In dem Fall irgendein fremdes Haus. Ich merke gerade, ich fahre gerade die falsche Richtung. Viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen zum Koni. Als letztes hast du die Aufgabe, mein Haus zu finden. Mama Fucker! Und zu scheitern. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, ich glaube, ich brauche den Panzer eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich den Panzer geholt. Ich nehme immer den Panzer mit aus irgendwelchen komischen Gründen. Weil es cool aussah? Ja. Und ich wollte eigentlich die Musik genießen. Perfekt. Diejenigen, die Rüdiger nicht kennen. Hast du auch in letzter Zeit so einen Schnupfen? Nö. Das ist schon kein Schnupfen mehr, das ist Nasennebenhöhlen. Wow. Geht's du mir rein, bitte? Ich bin... Das ist interessant. Koni schafft die härtesten Sprünge, die kompliziertesten Attacken, aber scheitert an einem Eingang. Gold! Jetzt fehlt nur noch der Regenbogen und der Topf! Ist echt viel Gold. Nice. Oh, das wäre jetzt cool, wenn du die Kisten noch alle hättest, noch in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen. Nö, da ist erstanden. Erstmal Spaß verderben. Was? Hey. Keine Kisten öffnen! Nö. Hidden Hideout. Aber nicht traurig sein. Aber, Tatsache, sind fast bei der 20 Minuten angekommen. Ja, alles schön hat mal sein Ende. Ja. Wer hat bitte eine ostfriesische Nationalfahne für mich? Und das ist Kurs 4. Ursprünglich sollte das eigentlich Kurs 5 sein, aber der Programmierer war ein Idiot, also Lindquist war ein Idiot und der das Remake gemacht hat, hat er wieder es nicht geändert. Because he sucks. And now, würde ich sagen, dir, Lilly, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hatte ziemlich viel Spaß mit dir. War auch kein Fehler, dich mit ins Boot zu holen. Ich danke dir für dieses unvergessliche Erlebnis. Ja. Das war wirklich schön. Finde ich auch. Und vielen herzlichen Dank, dass du überhaupt an mich gedacht hast. Ja, kein Ding. Kein Problem. Mach weiter, solche Filme. Oh Gott. Aber wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn wir Kurs 4 betreten und mal schauen, wie das werden wird. Mein nächster Gast wartet dann schon auf mich. Bis dahin. Und schreib bitte in die Kommentare, dass er gut ist in dem Spiel. Nee, bitte schreib, dass ich schlecht bin.
alle von Rüdigers Community, bitte schreibt alle, dass ich schlecht bin, damit Lilly jetzt schlecht dasteht. Genau, und damit beende ich diese Folge. Und viel Spaß beim Projekt. Bis dahin. Ein was noch. Okay, bis dahin und ciao.